Im Regen stehen, so heißt das unsere Sendung, aber natürlich nicht mit mir. Ich lasse dich nicht im Regen stehen, schon gar nicht, wenn du dir die Zeit genommen hast, heute hier pünktlich wieder um 21 Uhr dabei zu sein, live zu meiner Putzshow. Und ihr Lieben, wir feiern bald schon wieder Geburtstag. Immer wenn wir so auf den März zugehen, wird mir wieder bewusst, wie lange diese Putzshow schon existiert. Huhu, ich find's mega. Hallo an alle da draußen, die jetzt live dabei sind. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mir, ich bin die Katrin, zuzuhören. In meiner Putzshow zeige ich dir die einfache Anwendung von den Produkten der Firma Gemaco. Denn damit putze ich schon jetzt seit fast 10 Jahren. Ne, sind 10 Jahre im Mai, genau. Und ich beantworte deine Fragen. Der Chat ist offen. Dirk, sag mal hallo. Hallo. Der liest fleißig mit und gibt mir dann immer so Zeichen. So. Und dann weiß ich, dass eine Frage von dir reingekommen ist. Die Frage erstmal an dich und schreib es gerne in den Chat. Was glaubst du, stelle ich heute vor? Oh, guck mal, es ist hinter mir. Ich stelle mich mal hier so rüber, dann sieht man es nicht. Hat man es jetzt gesehen? Egal. Ich bleib so stehen. Im Regen stehen, da brauchen wir was, damit du schön trocken bleibst. Das zeige ich dir heute. Und ich habe selbstverständlich, du siehst schon, ganz viele Sachen mitgebracht. Die haben aber mit dem Produkt weniger zu tun, sondern mehr mit deinen Fragen, die ich im Laufe der Woche bekommen habe. Dazu gleich mehr. Erstmal die Fotos und Fragen der Woche. Wenn dir das bis hierhin schon gefallen hast und denkst, ich bleib gerne ein bisschen dran, dann lass auf jeden Fall gerne ein Like da. Da freue ich mich sehr. Das ist immer so wie der Blumenstrauß, wenn ich dich hier zu mir in die Küche einlade. Ich lese aber auch mal mit. Wer kommt noch dazu? Marion ist da. Guten Abend. Gabi, hallo. Bist du spät dran, Gabi? Nein, Spaß. Hallo Katja und die Heidi. Hallo. Ach, ihr seid super. Los geht's mit den Fotos von der Efi. Yes! Efi war fleißig. Und wie? Das ist ja schon eine Menge. Das ist das Garagentor von innen. Von außen ist der Kunststoff wegen der Witterung, ich meine, bleibt nicht aus, angegriffen. Aber das sieht schon, ja, passiert halt mit einem Garagentor. Währenddessen sah es dann so aus. Das sind mal so geile Fotos von euch. Ich habe gerade zum Du gesagt, hast das Foto auf den Kopf gestellt. Nein, die ist nach oben gefahren, die Garage. Da siehst du aber schon, hast du von unten angefangen? Ja, da muss man sich nicht bücken. Deswegen das Garagentor hochgefahren. Ja, aber es läuft doch dann wieder runter, der Dreck. Ja, stimmt. Efi, schreib mal. Hast du von unten nach oben geputzt? Sieht so aus. Natürlich macht man das nach oben. Egal. Auf jeden Fall ist es sauber geworden mit Intensivreiniger und dem Reinigungshandschuh Grün Langflor. Denn der nimmt richtig viel Dreck auf. Achtung! Was denn? Ja, mach weiter. Tada! Ich denke, darauf hast du gewartet. Wie? GFK. GFK, genau. Hast du gerade Zeichensprache gemacht? Weiß ich, egal. Auch Efis Frage war, soll ich draußen, wo Kunststoff dran ist, dran gehen mit dem Caravan-Reiniger? Meine Antwort, nein. Der Caravan-Reiniger heißt nicht ohne Grund Caravan-Reiniger, denn auch wenn es eine Kunststoffoberfläche ist, Caravan-Reiniger wird angewendet für Karawane, für Wohnmobile, die nicht mit Lack sind, sondern aus GFK. Wir haben gerade nochmal nachgelesen, glaserverstärkter Kunststoff. Glasfaser. Glasfaser, was habe ich gesagt? Glas. Glas. Glasfaserverstärkter Kunststoff. Das ist eine ganz andere Oberfläche und die kann richtig was. So, guck mal, bisher hat nur Elke eine Idee abgegeben, um welches Produkt es sich heute handelt. Noch ein Foto, jetzt darf ich kurz auflösen. Letzte Woche habe ich das schöne Foto bekommen von Michael, das habe ich euch gezeigt, wie sein Putzschrank aussieht. Bien, sehr schön. Ich liebe die Kanister, bin ganz bei dir. Meine Frage war, na, ob er die Edelstahlpflege hat? Am gleichen Abend kam dann noch dieses Foto, schön eingekreist. Komm, zeig's mal, Dirk. Ja, natürlich. Und ich liebe euch dafür wirklich. Ihr bringt mich sehr zum Lachen. Und ich dachte schon, ich bin nur die Witzige hier. Nein,
Nur mit euch zusammen. Vielen lieben Dank, Michael. Aufgeklärt. Also auch das. Ja, Kunststoff, was steht liegen da noch? Das ist ein Lederpflegetuch. Hätte auch. Ja, alles. Alles. Aber es kommt ja bald was Neues, das hast du noch nicht. Weiß ich, weil es ja neu ist. Noch ein Foto kommt von der Karin. Das sind so die Fotos, die ich am Wochenende von euch bekomme. Schreibt mir gerne mal im Chat, interessiert mich, wer hat einen festen Putztag die Woche und warum? Ich putze, wenn es dreckig ist und ich gerade mal so Zeit zwischen Kind kommt aus der Schule und erzählt mir eine Frikadelle, dann spüle ich schon mal gerne. Vielleicht schreibt es mir gerne mal in den Chat. Evi hat geantwortet und? Von unten nach oben. Ja, aber dann läuft es von unten nach oben. Dann läuft es doch runter. Aber es ist ja sauber geworden. Alles gut, ist super geworden. Barbara ist auch da. Hallo Barbara, schön, dass du da bist. Geht's euch gut? Also ich bin heute super drauf. Aber ich verrate gleich, warum. Weiter, noch Fotos und zwar auch total interessant. Das ist ein Wärmebehälter. Erst habe ich gedacht, Caroline, hier wird dann noch ein Kleinkind. Das sieht ein bisschen aus wie früher diese Behälter, wo man die gibt es wahrscheinlich noch, die Milchflaschen warm gemacht hat oder die Gläschen für die hier zum Beifüttern. Nein, das ist, um Massageöl aufzuwärmen. Kommt also, da passt eine 500 Milliliter Flasche rein. Das sah so aus und da hat sich gedacht, probierst du mal aus, könnte ja Kalk sein. Also hat sie unseren Entkalker, den Kalk X Plus, da reingegeben, zusammen mit Wasser. Und da sieht man, da passiert was. Komm, währenddessen und tada! Sie hat es bei eBay Kleinanzeigen gekauft und das Ding wäre sonst in den Müll gelandet. So wird es nochmal verwendet und porentief sauber und kalkfrei. Mega! Schön, vielen Dank. Das waren eure Fotos. Nein? Ah, habe ich hier liegen. Wir sind hier in Dauerproduktion mit unseren Kanisteröffnern. Ich zeige ihn dir nochmal auf der anderen Kamera. Oder gehen wir mal rüber. Wenn du auch so Kanister hast, vielleicht hast du den schon mal aufgemacht mit einem Löffel oder mit einer Zange. Und von uns gibt es jetzt Made im Keller, im 3D-Drucker. Basement. Underground. Unsere Katrin Beck TV, auf der Rückseite steht die Putzshow. Kanisteröffner. Kannst du bestellen? Das Produkt wirst du aber nicht im Onlineshop finden. Deswegen meine Bitte, bestell eine Schaumpumpe extra und schreib in dem Text, dass du dafür einen Kanisteröffner haben möchtest. Hat jetzt Dagmar gestern gemacht. Vorgestern. Ich denke, ho, zwei Schaumpumpen? Nein, nur eine und einmal ein Kanisteröffner. Habe ich verstanden? Dagmar, falls du zuschaust. Ich schreibe dir noch, aber ist angekommen. Unsere Kanister, ich habe es aber hier stehen, kann ich ja dann abhaken. Das waren... So, ah, da geht's los. Ah, oh, die Anne ist da. Hallöchen, Anne. Und ich putze täglich immer 5 Minuten. Genau, wenn man dran bleibt, ja, dann geht es halt schneller mit dem Putzen grundsätzlich. Genau, kann warten. Heidi, bin ich ganz bei dir? Einfach mal zwischendurch putzen. Meistens putze ich am Wochenende bei guter Musik. Ah, da wurde ich auch gefragt, ich glaube von Mina, falls du zuschaust, es gab mal eine Playlist von Gemaco auf Spotify. Die ist irgendwie weg. Ich habe sie auch nicht mehr gefunden. Da rufen wir doch mal direkt an. Ach, die freuen sich ja, wenn sie meine Nummer auf dem Display sehen, sage ich euch. Hallo Frau Beck. Ja, Tag auch. Ich tut's ja immer. Vielen Dank. Und das waren die Fotos und Fragen der Woche. Jetzt aber. Wenn du im Nachgang noch Fragen hast oder sagst, ich habe da mal einen Lappen gekauft, ich weiß gar nicht mehr, was ich damit machen soll, schick mir auch gerne dazu ein Foto, gerne auch per WhatsApp. Hier ist meine Nummer und wichtig, möchtest du mit mir im Status folgen, dann brauche ich deine Nummer bei mir im Handy, sonst siehst du das nicht. Ist ganz lustig, heute habe ich euch mal mitgenommen in der Warteschleife, ich habe ganze 47 Minuten heute in der Telefonschleife gehangen, sehr amüsant, danach hatte ich gefrühstückt, die Spülmaschine war ausgeräumt und die Küche fertig. Lustig.
Aber dann gibt es auch noch die Möglichkeit, sowas von mir zu bekommen. Und alle, die im Chat sind, geh mal rüber, alle, die im Chat sind, kennen das. Aber es ist immer mal wieder neu, weil wir sind in den letzten Monaten hier wahnsinnig gewachsen. Es sind in den letzten 2 Monaten super, super viele neue Follower dazugekommen. Vielen lieben Dank. Und für dich, wenn du jetzt das erste Mal zuschaust und schon mal was von Gemaco-Produkten gehört hast oder vielleicht noch was zu Hause hast, schreib mir gerne, ich schicke dir das zu. Nennt sich zwar Gemaco Kompakt, ist, ich sage aber Poster, und da sind alle Reiniger aufgeführt, für was sie angewendet werden, und alle Fasern und auch, wie sie in den Waschsack zusammengehören. Ja, auch nochmal alles zum Thema Waschen und für was, also wo was reinkommt, mit Wäschesymbolen. Ist halt extra so groß, das passt super in deinen Putzschrank. Schick mir also gerne eine WhatsApp mit Hi! Also, pass auf, ich kann dir einfach mal vorgeben, du schreibst, hallo, ich bin, ich gucke schon lange deine Putzschau und du machst das so toll. Das ist wichtig, dass da auch nochmal 3 Ausrufezeichen dahinter sind und vielleicht noch klatschende Hände. Ich mache nur Spaß. Schreib mir bitte deine Adresse und dann schicke ich dir das zu. Das mache ich gern. Wir wollen ja alle schnell und einfach mit den Produkten putzen. Und dazu kommen wir noch zu einer Sache, mit der ich heute mit einer Kundin gesprochen habe. Okay, es war meine Schwester. Die hat sich einen abgewürgt, weil sie die ganzen Spinnenweben entfernen wollte und auch Ecken hat, wo sie so nicht einfach drankommt. Und das funktioniert ja mit unserem Staubschwert. So. Und so kommst du mit dem Staubschwert bis in die höchsten Ecken. Du verlängerst mit dem Teleskopstiel. Dafür muss die Bodenplatte ab. Einfach hier ein bisschen lösen. Die Überwurfmutter lösen. Und den Splint abmachen. Zack, da ist die Bodenplatte ab. Dann nimmst du das Staubschwert, nimmst hier die Kappe weg. Da ist auch ein Gewinde drin und das passt perfekt auf den Teleskopstiel. Und jetzt kannst du loslegen, denn so einfach bekommst du den dann zusammengebaut und dank der Länge auf über 2,10 Meter plus nochmal 65 Zentimeter. Ich hoffe, sie hat zugeguckt. Wie kommen wir jetzt alle rein? Die Spinnchen. Oder sind noch da vom Winter? Zeigen wir dir mal, wie es wieder rausgeht. Dazu wird auch noch mal ein Video kommen, wie ich den Bodenwischer zusammenbaue. Bestellst du einen Bodenwischer bei mir und ich lasse ihn direkt von Gemaco aus zu dir schicken, dann kommt der einmal die Bodenplatte und einmal der Stab extra. Ganz einfach zusammenzubauen. Dazu wird noch ein Video folgen. So, bauen wir den erstmal wieder zusammen. Denn die liebe Andrea, mit der ich telefoniert habe, hatte nämlich noch eine andere Sache. Die möchte ich dir auch noch zeigen. Es gibt Produkte, die im Katalog super mit einem Foto abgebildet sind, aber nicht so direkt erklärbar ist, was ich denn damit putzen kann, beziehungsweise wie die Beschaffenheit ist. Die beiden Clean Sticks unterscheiden sich ganz doll. Er hier. Clean Stick Plus, gelbe Faser, liebevoll Staubschwert genannt, lässt sich komplett biegen. Der grüne nicht. Darauf solltest du achten, wenn du einen von beiden kaufen möchtest. Denn den zu biegen, der gibt halt nur bedingt nach. Okay? Gut. Habe ich's? Noch Fragen gekommen? Nein. Das hatten wir alles. Dann habe ich sonst noch was? Ja, ein Video. Völlig vergessen. Komm, ich zeig's mal. Elke hat richtig geraten. Reden wir doch mal um das Imprägnierspray. Ja, wir wollen den Frühling wieder haben, aber nein. Der liebe Wettergott denkt da manchmal, ist nicht. Kann sich aufs Fahrrad schwingen, aber trotzdem wirst du nass. Deswegen macht folgendes Sinn. Hast du mit Ton oder so spreche ich drüber? Mit Ton. Mit Ton, dann bin ich jetzt mal ruhig. Ich zeige dir heute, wie du richtig imprägnierst mit dem Imprägnierspray von Gemaco und ich habe noch das Duopad Mini in Grün.
Das ist die Regenhose von meinem Mann. Die habe ich vorher gewaschen und getrocknet. Und aus ca. 30 cm Abstand besprühe ich jetzt die Oberfläche. Mit der grünen Faser reibe ich dann das Imprägnierspray noch ein. Bei besonders strapazierten Stellen, da wiederhole ich den ganzen Vorgang noch einmal. Das Imprägnierspray ist auf Wasserbasis. Jetzt ist die Hose also erst einmal nass. Deswegen gut trocknen lassen und danach ist sie auch schon wieder einsatzbereit. Nutzt also da die ersten Sonnenstrahlen, damit die gut trocknen kann, oder macht es einfach abends über Nacht. Ja? Das ist ganz wichtig und ich zeige dir mal, mit welchen Produkten ich das Ganze gemacht habe. Das geht super schnell. Imprägnieren, oh Gott, das ist immer so viel Arbeit. Nein, ist es überhaupt nicht. Du hast unseren Imprägnierspray in der 500ml Flasche, altbekannt. Ist auch ideal für den Außenbereich. Eigentlich alles, was offenporig ist, gerade bei Terrakotta. Textile Stoffe gehen auch, Wildleder auch. Wichtig ist, alles, was du imprägnierst, darfst du vorher erst einmal sauber machen. Na, das ist ein bisschen wie die Politur beim Auto. Machen wir auch nicht auf ein dreckiges Auto drauf, wir machen es erst sauber, dann die Politur. Und das gleiche gilt für den Imprägnierer. Der riecht auch nur in dem Moment, wenn er aufgetragen wird, danach ist er neutral. Sehr angenehm. Du brauchst, und deswegen da weist auch der graue Deckel drauf hin, eine graue Pumpe. Nochmal zum Vergleich, das ist die weiße, die nicht. Die ist zum Schaum machen, die ist für Sprühnebel. Geht am besten auch nach draußen, damit du nicht halt überall das Imprägnierspray hast. Also dann aus 30 cm Entfernung aufsprühen, richtig satt. Ich denke, das konntest du gut im Video sehen, das ist richtig schön nass gewesen. Und dann mit dem Duopad, ich habe hier das Grüne genommen, eingearbeitet. Wenn du möchtest und du bestellst das und möchtest das Gleiche in Grau haben, um es von dem, was du vielleicht schon zu Hause hast, zu unterscheiden, schreib es mir bitte. Ich habe das Gleiche auch in Grau. Also das ist das Gleiche, nur in Grün. So. Also das benutze ich halt auch dafür. Das ist es schon. Mehr nicht. Erst waschen, das Kleidungsstück, trocknen, imprägnieren, trocknen lassen, anziehen und mit trockener Hose in dem Fall wieder nach Hause kommen. Gerade die Oberschenkel, ne, die sind immer sehr strapaziert. Der ist auch so schnell. Das war's. Das waren die Produkte zum Filmchen. Und dann sind wir auch schon durch. Wenn bis hierhin noch nicht geschehen, auf jeden Fall Daumen oben da lassen und vormerken in deinem Kalender. Nächste Woche 21 Uhr Putzshow. Die Katrin erklärt mir wieder, wie einfach das Putzen ist. Und natürlich die Glocke aktivieren. Und den Kanal abonnieren, na dann geht's aber noch. Zum ersten Mal hier dann und du bestellst bei mir im Shop, dann stell dich darauf ein, dass wir auch miteinander telefonieren. Einfach um zu fragen, was möchtest du putzen und passen die Artikel in deinem Warenkorb zu dem, was du gerne putzen möchtest. Und so hat sich das zum Beispiel erübrigt. Die Kundin hatte beide davon bestellt, den gibt es ja auch noch eine Nummer kleiner. Jetzt ist der Warenkorb leer, also die haben wir nicht bestellt. Ah, die kann man nicht biegen. Habe ich mir direkt aufgeschrieben. Sieht man halt auf dem Bild nicht. Ne? Also die ist, gibt nicht so nach wie der hier. Den werdet ihr jetzt brauchen, Leute. Oha, guckt mal oben in die Ecken, wenn die Sonne reinscheint und es flattert so, dann ist das ein Spinnweb. Nächste Woche Donnerstag bin ich wieder da. Ich frage mal, ist noch was? Nein. Nein, ihr seid wunschlos glücklich, ich auch. Und mit einem breiten Grinsen verabschiede ich mich. Bis nächste Woche Donnerstag. Schickt mir weiter fleißig Fotos. Am einfachsten natürlich über WhatsApp. Das ist natürlich am einfachsten. Tauschen wir uns aus. Vielleicht hast du ja mal einen Berater oder Beraterin gehabt oder hast keinen mehr. Da bin ich. Ich wünsche dir bis nächste Woche ganz viel Spaß beim Putzen. Und ganz wichtig, bleibt gesund. Bis dann, eure Katrin. Tschüss.